Seid gegrüßt, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, in dem ich gerne aufzeige, was es an Änderungen, Neuerungen oder vielleicht sogar Easter Eggs in Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.5 gibt. Die erste Neuerung befindet sich bereits im Menü unter Einstellungen Spiel. Und da ist ein neuer Punkt dazugekommen, der nennt sich freies Zielen. Ist dieser ausgeschaltet und wir ziehen eine Fernkampfwaffe wie Bogen oder Armbrust, so können wir wie gewohnt die Objekte anvisieren lassen. Also automatisch werden diese anvisiert. Aktiviere ich in dem Menüspiel das freie Zielen, dann ändert sich Folgendes. Ich ziehe meinen Bogen, drücke die Aktionstaste und wir sehen ein altbekanntes Symbol aus anderen Gothic-Spielen, eine Art Fadenkreuz. Wird sich das jemals ändern? Wenn wir uns bewegen, bewegen wir uns langsamer und haben sozusagen eine ruhige Art und Weise zu schießen. Gut, ich habe noch nicht viel Bogenerfahrung, deswegen werden auch die meisten Schüsse daneben gehen. Aber das ist ein sehr gutes Feature, wie ich finde. Und der Nachteil ist, man kann nicht mehr scouten. Also man kann nicht mehr in dicht bewaldeten Gegenden schon mal vorausgucken, welche Objekte sich dort befinden. Neu sind auch wechselnde Ladebildschirme, in denen wir Tipps und Hinweise bekommen. Wie zum Beispiel hier. Oder Skille, gleichmäßig, Stärke und Geschick. In Odyssey benötigst du beides. Das ist auch ein sehr gutes Feature, damit man gleich auf den richtigen Weg gebracht wird. Befinden wir uns in einem Kampf und werden verletzt, so wie hier, dann zeigen sich Blutflecken auf dem Bildschirm. Auch ein nettes neues Feature. Für eine ausgewogenere und gesündere Ernährung gibt es jetzt eine Vielfalt von neuen und günstigeren Obst- und Gemüsesorten. Zeig mir deine Ware! Die neuen Obst- und Gemüsesorten sind bei den hiesigen Köchen günstig zu erwerben. In Kombination mit Rezepten und der Fähigkeit Suppen kochen lassen sich herrliche Gerichte zubereiten, die für mehr Lebenspunkte sorgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Koch, der Ihnen diese Rezepte verkauft hat. Neu ist auch dieses ominöse leere Fass, in dem man sich hineinsetzen kann. Gothic-Veteranen werden sich erinnern, dass in dem allerersten Spiel viele solcher Fässer irgendwo herumgestanden haben. Nun, das liegt daran, dass eine Diebesgilde in dem ersten Spiel geplant war, die es allerdings nicht hineingeschafft hat. Wozu dieses Fass in diesem Spiel dient, wissen wir noch nicht.